Willkommen zurück zur nächsten Folge. Captain of Industry, ich hab's verpasst, hier oben rechts, ihr seht's, dieses blöde rote Ding. Die Ölpumpe hat Ressourcen, hat keine Ressourcen zu extrahieren. Tankstelle hat keinen Kraftstoff. Ich habe auch hier nicht hingeguckt. Gott sei Dank haben wir noch 504 Diesel. Ich habe jetzt hier so ein bisschen schnell durch die Landschaft gezogen. Das Problem ist, das versperrt mir hier mein Aufschüttungsgebiet, was aber jetzt in dem Moment erstmal wirklich völlig egal ist. Trotzdem werde ich es nicht so lassen, habe ich gerade eben beschlossen, sondern ich nehme den Teil nochmal weg. Und den Teil auch weg. So, ich gehe nämlich jetzt hier auf den Boden runter und schließe das so an. Weil dann kann ich nämlich zur Not hier eine Rampe drüber bauen und dann könnten sie nachher hier hinten hinfahren. So, er bringt jetzt hier, so nicht angeschlossen ist, warum? So, ja, Moment, ich kann keinen Direktverbinder hier ran machen. So, sondern ich muss hier rangehen, genau. So, aber jetzt könnten wir hier zur Not dann noch eine Rampe hinbauen. So, das bauen wir dann auch gleich. So, dann ist hier das Rohr einmal in die Richtung und versorgt dann den hier, unsere erste Benzin-Dieselproduktion. Und das zweite Rohr geht hier rüber. Und dann wird die Distillerie hier mit versorgt. Und dann können wir das andere Rohr erstmal abreißen. So, fließt das schwarze Gold? Ja, es fließt. Warum sich das Rohr nicht schwarz verfärbt? Ah doch, es wird langsam schwarz. Okay, das wird nicht mal so zack schwarz, sondern einfach so langsam, peu à peu. Jetzt fließt es wieder. Jawohl. Hier scheint aber trotzdem. Oder täuscht das? Also ich meine, hier sieht man es zwar fließen, hier sieht man nichts fließen, aber okay, dann reißen wir es ab. So, das ganze Rohr hier, genau bis hier hoch, kann abgerissen werden, weil das hier kann dann auch weichen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Ölressourcen erschöpft. Dann geht auch die Meldung endlich weg, weil nämlich die Rohre, die einstürzen wollten, sind nämlich genau dieses Rohr. Dann wäre die Rampe hier auch überflüssig, ich lasse aber nochmal stehen. Okay, dann haben wir das Problem. Nächstes Problem, zu wenig Wasser. Dafür brauchen wir Kohle. Kohle könnte ich mir hier abknapsen. Dann könnte ich nämlich hier irgendwie noch so... Kohle kommt von der Seite. Ja, das ist alles ein bisschen... Moment, wir machen es hier hin. Und dann brauche ich auch noch mehr Wasser. Mehr Wasser kommt von hier. Ah, wir machen es so, genau. Wir setzen das so hin. Machen wir hier eine Meerwasserpumpe, die verbraucht 60 Meerwasser, die liefert 108, das reicht nicht, nicht ganz zumindest. Hier kann ich sie hinsetzen, so, dann können wir nämlich das so anschließen. Die Kohle können wir uns von hier klauen. Abgas können wir einfach ranmachen. Genau, den wollte ich haben, danke. So, dann kommt hier die Sohle raus, die wir dann direkt wieder verkippen können. Ne, wir machen einen eigenen Abfluss, den klatschen wir hier hin. So, und dann... müssen wir mit dem Rohr nach oben. Hier ran. Und dann hätten wir hier kurz eine zweite Distille gebaut, die wir jetzt auch so aktivieren. Und dann haben wir jetzt hier wieder genügend Wasser. Das Rezept ausgewählt, jawohl, mehr Wasser. Jawohl. Hier wird schon das erste Wasser gemacht. Moment, hier müssen wir noch Rezept auswählen. Sohle wegkippen. Hey, habe ich doch gerade. Ach nee, hatte ich schon. Ich habe es ja kopiert.
So, okay. Jetzt kommt hier nämlich dann gleich wieder, genau, jetzt kommt mehr Wasser. Jetzt laufen auch beide Dampfdinger und jetzt dürften wir endlich genügend Strom haben. Wie ich gerade sehe, wir haben nur noch 0,6 produziert. Das ist genau das, was der Generator hier unten bringt. Jetzt läuft es hier aber hoffentlich wieder an. Ja, jetzt ist wieder genügend Strom da, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir einen Haufen Problem, Troubleshooting gemacht quasi. Jetzt könnte ich mich auch mal endlich wieder um die Siedlung kümmern, dass es hier ein bisschen vorangeht. Wir haben mittlerweile 47 Teile. Kohle habe ich relativ viel da, allerdings kommen wir machen. Verbessern das. Und Moment, er braucht 60 Teile, glaube ich. Kupferveredelung 2 haben wir jetzt geschafft. Verordnungen kommt dann und dann kommt. Dann habe ich die Weizensaat angemacht, genau, angemacht, eingeschalten. Alles klar, Chef, ich danke dir vielmals fürs Reinschauen. Nehme an, du weißt, es ist noch früh. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. So, Presse brauchen wir nicht. Forschungslabor, Düngemittel. Ja, komm, viel zu forschen haben wir nicht mehr. Weil mit dem Forschungslabor, alles, was dahinter kommt, brauche ich ja das zweite Forschungsding. Okay. So, jetzt haben wir hier mehr Kohle. Wir haben 63 Teile. Bedeutet, es darf der Bagger sich aufwerten gehen. Eigentlich darf der das auch. Und der das erstmal auch. Und der auch, weil die fahren ja erst, wenn es fertig ist. Wird der jetzt hier unten, wird er jetzt ein Bagger produziert? Genau, und erst wenn der fertig ist, dann kommt der runtergefahren und lässt sich upgraden. Deshalb ich den dann auch einstellen kann. Okay, gut, was machen wir als nächstes? Jetzt haben wir hier, wie gesagt, Troubleshooting betrieben, haben alles verbessert. Ich habe drei Eisenschmelzen am Laufen. Die laufen soweit auch. Mechanische Teile sieht immer noch nicht so flott aus. Muss ich leider feststellen. Wir haben wieder ein paar, aber es ist nicht so viel, wie ich mir gewünscht habe. Kupfer sieht ein bisschen dünn aus. Was ist da los? Das Ding hier läuft nicht. Weiß ich, kann ich schon Säure machen? Leider noch nicht. Doch, kann ich natürlich. Das habe ich. Nur Mischer, Schwefel und Wasser. 30 Wasser. Ja, dann müsste ich noch mal so. Kann ich eigentlich schon bessere. Wo kommt die bessere Wasserherstellung? Aus dem Sauerwasserstripper würde ich halt noch was rauskriegen. Der braucht 3 Dampf. Da könnte ich halt noch Wasser rauspressen. Dann bräuchte ich das Sauerwasser hier nicht mehr ins Meer kippen. Ich müsste den Ammoniak verbrennen, aber das wäre nicht so schlimm. Würde Schwefel bekommen. Allerdings muss ich natürlich. Moment, ich kann das ja über Priorisierung bauen.
Wenn ich jetzt hier. Ich sehe. Mich ärgert es jetzt schon, dass ich das wieder nur so improvisiert hier hinsetze, aber das. Wie will ich es sonst momentan machen? Das jetzt zum Beispiel so hinsetzt. Hier kommt Dampf. Genau, hier kommt der Dampf rein. Das hier wird mal kurz unterbrochen. Weil hier haben wir einen Rohrausgleicher rein. Und das läuft dann hier rein und dann ist die Priorität ist hier und der Rest, oh, das, ich brauche das übrigens nicht mit Stufe 2 bauen, das ist nur unnötig ausgegebenes Material, ja hier auch nicht. So, dann würde er hier Dampf bekommen, hier bekommt er das saure Wasser und dann kommt Schwefel, Ammoniak werde ich verbrennen und das Wasser raus. Das Wasser. Könnte man ja mittels einem Priorisierer in Zukunft hier in den Tank reinlaufen lassen. So, genau, und dann kommt hier das Wasser rein. Hier nehmen wir das mal weg und nehmen auch das mal weg. So, schließen das so an und schließen das an. Sollte ich vielleicht, wobei noch haben wir was im Tank, den könnten wir eigentlich auch verbessern. Das lassen wir abholen. Dann läufst du zukünftig hier rein und läufst hier raus. So, und dann ist das hier die Priorität. Das wiederverwertete Wasser ist die Priorität. Und erst wenn das aus ist, wenn den Teil, den bauen wir jetzt mal schnell. Wenn das wiederverwertete Wasser aus ist, dann darf der Rest gemacht werden. So. Ammoniak muss leider momentan noch verbrannt werden. Ist natürlich Umweltsau, aber so ist halt. Und nicht Ammoniak, doch Ammoniak wird verbrannt, genau. Und Schwefel. Lager, ich halte es erstmal ein und weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann. Doch, ich könnte aus Schwefel, könnte Gummi aus Schwefel machen, genau. Und keine Kohle mehr. Das hier rüber transportieren macht allerdings keinen Sinn. Brauchen nämlich keine Kohle mehr. Oben irgendwo Diesel. Achso, ja klar habe ich Diesel. Ja, Moment, dann verlagere ich einfach die Gummiherstellung hier nach oben. Copy. Das können wir eigentlich hier hinstellen. Genau, du kriegst nicht das Rezept, sondern das hier. Da brauchen wir dann nur Schwefel, das kriegen wir hier gerade. Und Diesel, das kriegen wir ja. Kriegen wir von hier. So, und hier haben wir jetzt Gummi. Weinchen. Gummilager hinstellen. Und hier ist Gummi einlagern.
finde das eine gute Idee. Hier eigentlich verbrannt. So, gleich Destillat. Ja, komm, aber so sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Komm, das bauen wir so. Das bauen wir alles so. Und dann kann das hier unten weichen. Dann verbrauchen wir nämlich hier wenigstens kein Diesel mehr. So, genau, der macht's, was er soll. Wunderbar. Schwefel läuft raus. Wasser läuft hier rein. Schwefel läuft hier rein. Diesel ist schon da. Gummi läuft raus. Gummi ist hier drin. Wunderbar. Ja, dann kann man das hier hinten definitiv abreißen. Also Gummilager kann weg. Band kann weg, der kann weg. Dann kann auch das Rohr weg. Der Behälter kann weg und das hier kann weg. Ebenso wie der Abwasserzufluss hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, Teile haben wir momentan immer noch 0. Glas habe ich noch ein bisschen was. Teile haben wir 0, weil wir immer noch 2 Stück zum Aufwerten haben. Das hier läuft grundsätzlich. Braucht er einfach seine Zeit. Okay. Dann habe ich jetzt wieder ein gutes Stück geschafft. Vor allem habe ich hier ein bisschen aufgeräumt auch. Nachdem hier alles so wild durcheinander gebaut wird. Aber das ist jetzt... Ich sag das zu allem, das nur am Anfang so. Nein, ich habe ja auch einen Beweis. Hier hinten ist das schön ordentlich und so geht es dann auch irgendwann weiter. Wie schaut es aus? Mechanische Teile steigen ganz leicht an. Hier läuft soweit alles raus. Ja, hier. Okay, Materialzeug ist da. Material ist da, okay. Schaut's mit der Forschung aus, wenn ich nämlich jetzt die nächste Forschung mache. Okay, hier ist genügend da. Doch bestimmt eine Blaupause für die Forschung, die. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Dann muss ich mir die tatsächlich mal kurz besorgen. Wobei, das werde ich nicht bauen können, weil ich die zu großen Gebäude habe. Aber was ich natürlich machen kann. Kann ich das mal machen? Und wenn ich hier jetzt... Okay, ich habe die neue Forschung natürlich noch nicht. Wenn hier nämlich jetzt nicht die Konstruktionsteile 1 gemacht werden, sondern, ich meine, das geht nur auf Stufe 2 vermutlich, ja. Oder die Laborausrüstung, die braucht 2 Teile. Das ist noch ein in Anführungsstrichen veraltetes Design, weil es ja jetzt die Lifte gibt, aber man kann es immer noch gut gebrauchen. Also wenn ich hier ein Band wegnehme, dann könnte ich die Forschungsteile 1 machen. Dann würden hier die Forschungsteile 1 rauslaufen. Ich möchte aber erstmal gucken, was wir für Forschungsteile 3 brauchen, weil das kann ich zur Not hier hinten ran machen. Das will ich jetzt auch mal versuchen, so langsam zu automatisieren. Die steht halt einfach nur falsch rum, sonst könnte ich die Bänder direkt hier einlaufen lassen.
Auf Verordnung kommt Weizen, das ist richtig. Und dann. Ja, das soll hinten ran. Dann soll erstmal ein Forschungslabor kommen. Das ist jetzt so gut wie durch. Und dann kommt der Weizen an Bau. Nee, erstmal nicht. Soll erst das Forschungslabor gemacht werden und dann kommt der Weizenanbau. So. Genau, jetzt kommt Forschungslabor 3. Danach kommen dann die Teile, dann kann ich endlich meine Blaupausen verwenden und muss nicht jedes Mal selber was überlegen. So, ansonsten, wie schaut es bei den Fahrzeugteilen aus? Okay, der letzte LKW, den ich aufgewertet hatte, ist gleich fertig. Das bedeutet, hier oben bei der Kohle, was ja eine der wichtigsten Ressourcen ist, genau hier stehen alle LKWs dumm rum, weil hier zwei große Bagger baggern. Wir haben auch gar nicht mehr so viel zu baggern, sehe ich gerade. Da müssen wir ein bisschen was dran machen. So, jetzt haben sie... Ja, eigentlich kann ich auch hier. Dann haben die wieder genügend zu tun. Hier diese Versorgungs-LKWs, die müssen wir halt auch irgendwann mal aufrüsten. Aber eins am anderen muss jetzt erstmal die grundlegende Versorgung wieder ordentlich aufbauen. Hier ist alles da. Steht alles still. Eigentlich nicht schlecht. Gummi ist auch so gut wie voll, nur Kupfer. Kupfer ist zu wenig, eindeutig. Moment, der braucht 48 und die machen doch nur 24. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Spielstand. Da habe ich das auch permanent unter Dauerlast gehabt, bis ich dann eine große gebaut habe. Jetzt habe ich ja quasi eine zweite. Ich muss halt jetzt auf die, was heißt ich muss, ich will jetzt auf die Forschung hier warten. Können wir hier eigentlich auch doch, ich mach mal den Ausgleich wieder an und schau mal, was passiert. Normalerweise müsste es passen, weil ich jetzt genügend Dampf produziere. So. Und mit dem Sauerwasser, gut, da kommt nicht mehr so viel rum, das ist aber für den Moment auch okay, aber da dürfte ja keine Probleme haben, denn wenn sollte jemals Schwefel volllaufen, dann wird es einfach hier weggekippt. Wie schaut es eigentlich mit dem hier aus, genau? Das Schiff soll mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Und wann fährt der? Oh. Ist nicht ganz so viel da. Arbeiter hätte ich. Wir verbessern das mal. Schiff beladen. Ich könnte eigentlich auch noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Im Schiff, das habe ich jetzt auch vergessen. Die Leitung hier, die nervt mich auch. Die muss ich irgendwann in die Richtung machen. Hier wird weiter kräftig aufgeschüttet. Die LKW sind immer noch ausgelastet. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. Aufwerten. Ah, hier fährt schon ein großer. Achso, hier habe ich ja auch Verkippungsgebiet. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Aber hier können wir noch ein bisschen planieren. Wenn wir diesen Hügel hier wegkriegen. So bis hierhin. Und dann das hier auch noch platt machen und hier muss ich dann gucken,
Wobei, Moment. Ja doch, nee, hier mache ich eine harte Kante hin. Irgendwo muss ich dann, baue ich dann noch eine Rampe ein, eine natürliche. Doch, das soll schon so. Okay, die Teile gehen runter, das ist klar. Kartoffeln sieht gut aus. Und hier alles voll. Ich weiß eigentlich, wenn die Lebensmittel ausfällt mir gerade auf. Nee, ich kann hier noch nichts Neues bauen. Einfach gar nichts. Ich könnte Kühltürme jetzt noch hier verwenden. Müssen wir kurz in eine Blaupause reingucken. Energieversorgung. Niederdruckturbine in Schüttgutlager 3 fehlt noch. Okay. Lager 3, das ist hier. Und hier ist die Niederdruckturbine, gell? Ja, okay. Also, wenn ich das habe, dann kann ich ja eigentlich. Zugang zum Meer ist blockiert. Warum? Hä? Wegen hier. Leute, ernsthaft. Ja, tatsächlich. Okay. Nehmen wir das halt erstmal weg. Das hier auch, aber das hier, hier kann ich aufschütten. So kann ich glaube ich aufschütten, weil hier ist so diese rot schraffierte Ding, okay, wiederherstellen, ja. Nee, wiederherstellen. Noch habe ich Einigkeit. Ach, hör doch auf! Okay. Jetzt ist wieder da, okay. Also hier darf ich nicht mehr aufschütten. Dann lassen wir das halt. Oh, ihr habt schon alles. Tatsächlich. Okay. Na gut, dann machen wir jetzt hier. Dann geht euch die Arbeit so schnell nicht mehr aus. Dann nehme ich das mal aufs Gründen der Optik raus. Okay. Hier auch bitte. Auch. So, ist einfach übersichtlicher, wenn man das auslässt. Und hier, das lasse ich stehen, weil das müssten sie theoretisch noch, machen sie natürlich nicht, weil sie nicht hinkommen. So, Gummi ist voll, deswegen läuft Schwefel voll. Gut, und wenn Schwefel halt voll ist, ja, wie gesagt, dann wird das Sauerwasser halt wieder ins Meer verkippt. Strom läuft jetzt auch endlich mal ordentlich. Die Rampe hier ist auch ein bisschen so eine Soda-Rampe. Wie die Soda-Brücken. Machen wir mal die Soda-Rampe weg. So, also eigentlich habe ich wirklich nur ein Problem mit Kupfer momentan. So, und da habe ich jetzt sogar ein Problem mit der Kupferanlieferung. Dass ich da nicht genügend mache. Dann soll doch mal. Der soll sich auch mal aufwerten gehen und der auch. Und so weit ist. Achso, hier war ja noch dieses Dreierlager, wo ich das hier dann angeschlossen hatte. Wo war die Abholung erlaubt? Dann werden wir das jetzt mal verbessern. Ah, das ist Eisen gewesen. Blödsinn, ist doch die Eisenmine. Kupfer ist doch hier hinten. Nichtsdestotrotz. Dann verbessert euch mal.
weiß, es dauert noch eine Weile, bis das verbessert wird, aber hier ist eigentlich genügend drin, sehe ich. Sehe ich gerade, das wird einfach nur nicht abgeholt. 25 Monate essen, aber das kann nicht alles abgeholt werden. Die Lager sind auch voll. Brauchen wir eigentlich erstmal nichts machen. So, jetzt fangt mal eben, schüttet mal hier auf. Dann kann ich den nämlich irgendwann auch mal versetzen. Wobei, den kann ich eigentlich grundsätzlich versetzen. Ich meine, der ist... Der muss ja nicht da stehen, wo er hin muss. Den kann ich jetzt zum Beispiel auch hier hinsetzen. Bau den einfach. Reiß dann den hier. Genau, reiß den hier ab. Abreißen bitte. Danke. Und sag dem jetzt einfach, dass er in dem Bereich eben zuständig ist zukünftig. Und dann kann ich nämlich schon mal eine Blaupause setzen. Das aufgeschüttet ist hier noch mal eine. Genau. So, Forschung läuft. 31 Minuten. Okay, ich hole euch dann zurück zur nächsten Folge, sobald die Forschung durchgelaufen ist, zum Forschungslabor 3, weil dann versuche ich hier eine automatische Linie für die Forschungsteile aufzubauen. Erstmal auch nur eine improvisierte, aber grundsätzlich, weil das könnt ihr ja schon benutzen, indem ich einfach das Lager 3 wegnehme, das Band 3 wegnehme, dann könnten hier in 3 Maschinen könnten die Forschungsteile 1 produziert werden. Das kann ich nach hinten erweitern, da müsste ich mal schauen, aber da warten wir jetzt mal drauf, was wir alles brauchen. Gut, ich kann eigentlich auch schon nachgucken, aber die Folge ist trotzdem beendet. Wir sehen uns in der nächsten, dann ist das fertig.